Basti! 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 Also ein Hund ist gerade da lang. Ja, danke. Hey, danke nochmal, dass du auf Basti aufpasst. Bring ihn einfach in einer halben Stunde rum und dann... Hi, ich bin's. Ich habe ein kleines Problem. Was ist passiert? Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Es geht um Basti, Luisas Hund. Ich sollte ja auf ihn aufpassen und er ist mir weggelaufen und ich glaube, er ist in diesem alten Haus hinterm Park. Aber da gehe ich ganz bestimmt nicht rein. Okay, aber glaub mir, Luisa bringt mich um, wenn sie ihren Hund nicht wiederbekommt. Basti bedeutet ihr sehr viel. Sie bekommt ihn ja auch wieder. Ganz sicher. Warte, ich schicke dir erstmal ein Bild. Basti? So nehmen wir Abschied von unserem Bruder. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
bist zu spät. Ich weiß, mein Bus hatte Verspätung. Tut mir leid. Ich kannte ihn zwar nicht gut, aber ich bin irgendwie trotzdem traurig, dass er gestorben ist. Ja klar, ich meine, er war dein Onkel und das ist auch relativ egal, wie gut du ihn kennst. Ja, er war ja immer ein Teil der Familie. Und außerdem, was jetzt so in den letzten Wochen passiert ist, gerade auch so mit Basti, hatte ich bestimmt auch ziemlich traurig gemacht. Aber du brauchst dir da jetzt echt keine Vorwürfe zu machen. Ich meine, du konntest nicht wissen, dass er ab und zu mal abhaut, aber dann trotzdem immer wieder nach Hause kommt. Ja, und außerdem geht's ihm jetzt ja auch wieder gut. Aber ich würde echt gern wissen, wer diese komische Gestalt da in dem Haus war. Finden wir es heraus.